zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch den Mankind Adventskalender, den ich von Lookfantastic zugeschickt bekommen habe. Ich war selber total überrascht, ich habe gar nicht damit gerechnet. Das ist ein Adventskalender für Männer, der super viele tolle, hochwertige Pflegeprodukte beinhaltet, einen Wert von über 500 Euro haben soll. Und ich habe so ein Gefühl, dass den auch Frauen verwenden können, denn ein paar Produkte wurden schon gespoilert auf der Seite und das sind auf jeden Fall Produkte, die ich persönlich auch nehmen würde. Deswegen könnte das auch was für euch sein, Ladies, oder auch ein super Kalender zum Teilen mit dem Partner. Wenn ihr Lust dazu habt, zu sehen, was da genau drin ist und ihr auch einen Teil davon gewinnen wollt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ich habe hier zwar keinen eigenen Rabattcode, aber ich habe gesehen, auf der Seite gibt es einen Rabattcode, der heißt Fantastisch. Und damit könnt ihr 15% sparen, denn der Kalender kostet eigentlich 115 Euro, aber dann bekommt ihr ihn für 97 und ein paar zerquetschte. Und der Wert ist, wie gesagt, über 500 Euro. Da sind hochwertige Produkte drin für die Hautpflege, aber auch etwas für die Haare, Körperpflege, das volle Programm. Und ich bin gespannt, welche Produkte auch für Ladies sind. Generell sind Pflegeprodukte ja unisex. Und wenn es jetzt nicht einen total krass männlichen Geruch hat, finde ich, kann man das auch als Frau nehmen. Nichtsdestotrotz ist das ein Kalender für Männer. Und wenn ihr noch ein passendes Geschenk für euren Mann sucht, ist es vielleicht auch das Richtige, wenn er denn sehr auf Pflegeprodukte steht. Denn ich habe ja schon andere Männerkalender geöffnet. Da war dann nicht nur Körperpflege und Gesichtspflege drin, sondern auch noch so ein bisschen Alkohol und sowas. Das wird jetzt hierbei nicht der Fall sein. Also das ist wirklich ein reiner Pflegekalender. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, vielleicht wäre es auch was zum Teilen. Okay, ich habe jetzt lange genug rumgequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Kalender ist super schwer. Ich kann ihn gar nicht einblenden, wie ich das immer mache, dass ich den reinschaukle, weil der ist mir fast aus der Hand gekracht. Er kommt auch in der Nummerierung, wie man ihn aufmacht. Ich glaube, das ist extra für Männer so gemacht, dass es hier von 1 bis 24 durchgeht, damit die nicht lange suchen müssen. Und ich finde das sehr, sehr schick. Und wir fangen direkt mal mit dem ersten Türchen an. Riesengroß sieht das aus. Und hier drin sind No Acid Pads. A gentle alternative to acids. Also eine sanfte Alternative zu Säuren. Und das wäre eigentlich genau das Richtige für meinen Mann, weil der hat immer total Angst vor Fruchtsäuren, weil man sich danach ja auf jeden Fall Sonnenschutz auftragen muss, weil man sonst noch mehr Pigmentflecken bekommen kann. Und deswegen will er das immer nicht. Und das sind jetzt hier wohl Pads, die mit probiotischen Extrakten aus der japanischen Zeder, aus den Kapseln von der Zeder und von irgendeiner anderen Frucht, die Haut exfolieren. Das soll gegen vergrößerte Poren, gegen feine Linien und Fältchen sein und es soll die Textur der Haut verbessern. Das ist von der Firma Indeed Laboratories. Ich kenne es noch gar nicht. Aber ich glaube, ich werde es mal mit meinem Mann zusammen ausprobieren und euch dann updaten. Sowas finde ich ja super spannend und ich glaube, das könnte ihm auch gut gefallen. Übrigens verlinke ich euch den Kalender natürlich unten in der Infobox, auch nochmal mit dem Code, falls ich das eben vergessen habe. Schaut da auf jeden Fall gerne rein und auch die ganzen Details zu der Verlosung, die stehen unten. Ich werde euch am Ende sagen, was ich an euch verlose. Es werden so ein paar Teile aus dem Kalender werden. Ich habe gesehen, hier ist nämlich ein riesig teures Serum drin. Das werde ich wahrscheinlich an euch verlosen und auch so ein paar andere Goodies. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn euch das interessiert. Und schreibt mir doch gerne mal, wie ihr den Kalender findet, ob ihr schon einen Kalender für euren Mann gekauft habt oder ob ihr generell, ob eure Männer auch auf Hautpflege stehen. Das würde mich mal interessieren. Und dann wandert ihr automatisch in den Lostopf. Wir machen es ganz easy. Und wenn ihr Lust habt, weiter solche Beautybox-Unboxings, Adventskalender-Unboxings zu sehen, ich mache das hier regelmäßig auf meinem Kanal, dann würde ich mich auch total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist kostenfrei. Aktiviert das Glöckchen. Ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung. Und dann machen wir jetzt direkt weiter mit der 2. Und das Schöne ist, hier brauche ich überhaupt nicht lange suchen. Das ist auch für mich mal sehr angenehm. Und man kann es auch super leicht rausziehen. Und man kann diesen Kalender natürlich auch wundervoll wiederverwenden. Das finde ich richtig klasse. Und hier drin haben wir anscheinend eine Maske. Oh, die sieht ja cool aus. Barber Pro Super Eye Mask. Und das ist ja richtig witzig. Also das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Rejuvenating, Detoxifying, Hydrating und Fights Puffiness and Dark Circles. Also gegen dunkle Augenringe und so Schatten unter den Augen und geschwollene Augen. Und wahrscheinlich sieht es dann auch so aus wie so ein kleiner Zorro. Das finde ich nicht schlecht. Also wie so ein Superman.
Ich glaube, dann könnt ihr mit eurem Mann so eine richtig schöne Me-Time machen. Mein Mann macht das, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich ihm das alles auftrage. Selber würde das, glaube ich, nicht machen. Er trägt sich aber regelmäßig Sonnenschutz auf, wenigstens das, weil der hat wahnsinnige Panik vor Pigmentflecken und den ganzen Kram. So, weiter geht's mit Türchen Nummer 3. Und hier haben wir was Kleines drin. Ah, und das ist auch schon ein Produkt, was ich schon in Beautyboxen für Frauen hatte. Und zwar von Polar eine Lipcreme, also wie so eine Art Lippenbalsam. Und sowas ist ja per se Unisex, würde ich sagen. Aber gerade das hatte ich auch schon sehr häufig. Und mein Mann nutzt total gerne die Pflege von Polar. Also das ist wirklich total Unisex. Das ist eine tolle Marke, die ist sehr natürlich, kommt aus Frankreich, hat ganz tolle Inhaltsstoffe. Und das wird, glaube ich, echt beiden gut gefallen. Dann machen wir direkt weiter mit der Nummer 4. Und das ist halt, der Kalender ist sehr, sehr tief und dadurch super schwer. Und hier sind auch sehr viele große Größen drin, ne? So, und hier haben wir ein Toning Spray, ein Facial Tonic von Gryum. Bestimmt irgendwie so eine dänische Marke oder sowas. Hier steht zwar drin Made in UK, aber ich glaube, die Marke hört sich so ein bisschen nordisch an. Groom heißt sie wohl. Also einfach ein Gesichtstonic. Und ich glaube, das ist auch richtig cool, dass das zum Sprühen ist. Das ist für Männer dann auch nochmal ein bisschen einfacher als mit einem Wattepad. Wattepads sind eh immer blöd für Männer, weil das meistens am Bart hängen bleibt. Und das finde ich nicht optimal. Also ich würde euch empfehlen, wenn dann wiederverwendbare Pads zu nehmen, wenn ihr Toner verwendet oder halt eben Sprays. Und das könnt ihr einfach nach der Reinigung auftragen, aufsprühen und dann eure Pflege auftragen. Und sowas kann natürlich auch jede Haut ausprobieren, ne? Super. Weiter geht's mit Türchen Nummer 5. Und hier ist was Großes wieder. Und zwar von American Crew. Ein Fiber-Gel, würde ich sagen, für die Haare. Das ist eher so, wenn ihr so eine coole Kurzhaarfrisur habt und die so ein bisschen stylen wollt. Und das kann man dann gut einarbeiten. Provides texture with added thickness and a matte finish. Works well for a short, choppy cuts. Okay, also einfach eine kleine Menge soll man sich dann einarbeiten. Man bekommt ein mattes Finish, finde ich auch ganz cool. Und die Marke ist tatsächlich auch bei meinem Friseur, da habe ich das auch gesehen. Also wenn die Frauen oder Männer stylen mit kurzen Haaren, nehmen die immer diese Marke. Das ist so eine klassische Friseurmarke anscheinend. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich lasse es mal zu. Ich kann es natürlich jetzt nicht verwenden. Mein Mann hat keine Haare auf Kopf. Und deswegen verschenken wir meistens sowas. Das könnt ihr natürlich super auch machen. Teile auch verschenken an jemanden. Gerade zur Adventszeit gibt es ja immer mal Wichtelgeschenkbedarf. Und ich glaube, da findet man dann auch jemanden. So, und jetzt kommen wir zum Nikolaus. Und übrigens sind in dem Kalender 25 Türchen, falls ich es noch nicht erwähnt habe, weil in England wird das ja so gefeiert. So, und hier haben wir etwas von Esper drin. Natürlich super klein für diese große Verpackung. Und zwar The Hydrator. Das wird wahrscheinlich ziemlich teuer sein, aber die Größe finde ich in der Tat ein bisschen arg klein mit 7 Milliliter. Also das ist für alle Hauttypen geeignet, einfach zum Hydrieren der Haut. Und es ist aber aus der Männerlinie, das heißt, es wird vielleicht so ein bisschen frisch riechen, ein bisschen zitrisch riechen. Ich werde jetzt mal nicht dran riechen, ich glaube, ich werde euch das nämlich auch mit verlosen, denn ich mache demnächst auch nochmal ein Video über Essbar-Produkte. Und dann wird es vielleicht aber eher für die Frauen interessant sein. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Da werde ich mal einige Sachen testen. Und ja, warum nicht? Also eine kleine Pflege für die 6 finde ich gut. Allerdings hätte sie für meinen Geschmack ein kleines bisschen größer sein können. Nur die Marke ist sehr teuer, also werden auch die 7 Milliliter garantiert einen guten Wert haben. Dann machen wir direkt weiter mit der Nummer 7. Und hier ist was Großes. Oh ja, das ist cool. Haha, das habe ich sogar auch schon. Und zwar von Molton Brown ein Orange and Bergamot Shower Gel. Das ist ein Bade- und Duschgel. Das riecht super intensiv. Also generell, die Duschgels davon sind super intensiv. Und das riecht ganz, ganz toll. Das ist auf jeden Fall Unisex. Also das können beide verwenden. Das macht sich super luxuriös im Bad. Und ja, das finde ich ist wirklich ein tolles Produkt für einen Adventskalender, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und wie ihr schon seht, es sind wirklich sehr viele Produkte Unisex, jetzt mal abgesehen vielleicht von dieser Maske. Aber ansonsten können das beide verwenden, ne? Also insofern finde ich das eigentlich ganz cool. Und dann kommt euer Mann vielleicht auch auf den Geschmack eines Adventskalenders. Also meiner ist es auf jeden Fall schon. Dann geht es direkt weiter mit der Nummer 8. Und hier haben wir, wow, was richtig Cooles drin. Und zwar von BioEffect, das EGF Serum. Das ist so ein Stammzellenheilkräuter-Serum.
Anti-Aging-Serum, was mal eine ganze Zeit lang auf YouTube extrem gehypt wurde. Ich habe noch eine kleine Größe davon. Ich wollte das jetzt demnächst unbedingt mal ausprobieren. Und deswegen werde ich euch das auf jeden Fall verlosen. Das heißt, ihr könnt dieses Serum jetzt auf jeden Fall gewinnen, weil ich hatte das mal in einer anderen Beautybox oder in einem Adventskalender. Und ich freue mich dann auch immer, euch sowas zu verlosen, dass ihr das auch mal testen könnt, weil das so teuer ist, dass man sich das ja wahrscheinlich erstmal so nicht kaufen würde, ohne es mal ausprobiert zu haben, sage ich mal, ne? Und ja, sehr cool. So eine große Größe hatte ich allerdings noch nie. Und meistens sind in den anderen Boxen oder Kalendern immer höchstens nur 1 Milliliter oder 2 Milliliter drin gewesen. Und die wurden dann schon mit 30, 40 Euro veranschlagt vom Wert. Also das ist wirklich extrem teuer. Insofern richtig cool, könnt ihr euch freuen. Und das können auf jeden Fall Männer und Frauen verwenden. Ne? Also das ist auf jeden Fall komplett Unisex. Also das hätte für mich in die Sex gehört als Nikolaus. Bonbon. So, weiter geht's mit der Nummer 9. Und hier haben wir, was ist denn das? Below Belt Grooming for Men. Fresh and Dry Balls. Okay. Okay, was ist das denn? Okay. We are dedicated to answering an age-old problem. Sweaty balls. Like a deodorant for your balls. Fresh and dry balls. Safely provide sweat and odor-free comfort all day long. Okay. 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 Not bad. Also kann man jeden Tag nehmen nach der Dusche. Ist quasi wie ein Deo für den Intimbereich für den Mann, damit man da nicht so schwitzt, gerade wenn man Sport macht an den Balls. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört, dass es dafür extra solches Equipment gibt. Aber warum nicht? Ich meine, cool. Also auf jeden Fall. Why not, ne? Ist definitiv nicht Unisex. So, dann geht's direkt weiter mit Türchen Nummer 10. Und hier ist was Kleines drin, und zwar von CeraVe, ein Foaming Cleanser. Und sowas ist immer schön, einfach für die Reinigung des Gesichts. Das kann man immer gut gebrauchen. Eine kleine Größe ist auch schön zu mitnehmen. Und dann kann man das mal ausprobieren. Ihr könnt CeraVe auch bei Lookfantastic kaufen. Ich habe auf jeden Fall auch schon Produkte von CeraVe ausprobiert. Ich meine, das kann die ganze Familie verwenden, ne? Das ist wirklich für Mann und Frau, für alle gedacht. Finde ich sehr gut. Und dann machen wir direkt weiter mit der Nummer 11. Und hier ist ein Anti-Fatigue Eye Gel drin with naturally derived ingredients. Man Cave nennt sich das. Das ist eine Augencreme, die vegan-friendly ist. Okay. Okay, das hört sich sehr, sehr gut an. Einfach für die Augenpartie etwas mit Koffein. Das wirkt immer so ein bisschen abschwellend. Vitamin C ist auch gut zum Aufhellen. Und extra so ein bisschen so für Männer gemacht. Finde ich auch nicht schlecht. Dann manche nehmen das ja dann vielleicht auch lieber, wenn da drauf steht, dass es eine männliche Pflege ist. Insofern, ja, das finde ich nicht schlecht. Augenpflege nutzt mein Mann zum Beispiel immer, eher noch als Gesichtspflege. Der macht meistens nur Sonnenschutz und ab und zu auch eine Augenpflege, wenn er mal fancy ist. Sehr cool. Und wir machen direkt weiter mit Türchen Nummer 12. Oh, das ist ja schön. Was zum Essen kann eigentlich auch nicht schaden. Ich glaube, da freut sich jeder Mann drüber. Und zwar von MyProtein. Ein Baked Cookie in Chocolate Chip. Also das könnte ich meinem Mann zum Beispiel auch geben. Das würde der sofort vertilgen. Der freut sich über alles, was Süßigkeiten sind. Und wenn es dann noch ein bisschen Protein mehr enthält, ist es ja eigentlich auch nicht schlecht. Ja, finde ich ganz cool. Dann geht es direkt weiter mit der Nummer 13. Und hier haben wir eine Creme drin. Und zwar von SVR. Von der Marke hatte ich auch schon mal was in der Beautybox. Und das ist eine Palpebral Cream für Irritated Itchy Eyelids, eine beruhigende Creme. Ich glaube, die hatte ich sogar schon zweimal in der Beautybox drin. Also seht ihr, das ist auf jeden Fall komplett Unisex, ne? Das ist, wenn ihr so irritierte Augenlider habt, zum Beispiel auch so ein bisschen Neurodermitis und sowas in der Art. Hier ist Hyaluronsäure drin und auch noch ein spezieller Wirkstoff, der so ein bisschen Anti-Irritation ist und richtig die Hautbarriere wiederherstellen soll. Das finde ich ziemlich gut. Da habe ich schon immer gesagt, wenn ich mal Problemchen habe, dann werde ich das auf jeden Fall verwenden. Und dann habe ich einfach mal so eine Creme an der Hand. Das ist auch für Kinder zum Nutzen. Also auch Kinder können das verwenden. Das ist wirklich für jeden, der so sensible, irritierte Haut hat. Und viele haben ja so ein bisschen Probleme, ne? Gerade jetzt so hier im Augenbereich. Insofern ist das, glaube ich, ganz cool, dass man sowas mal hat, ne? Jo.
Nicht schlecht. So, dann geht es direkt weiter mit der Nummer 14. Und hier haben wir was Großes drin. Was ist das denn? Von Jack Black. Auch eine Handcreme mit Vitamin A und E. Und man braucht nur eine kleine Menge und schon sind die Hände wieder richtig schön weich. Und vor allen Dingen im Winter ist eine Handcreme super wichtig. Und auch ganz viele Männer nehmen Handcreme im Winter. Insofern finde ich das ziemlich cool, dass sowas auch drin ist, weil man das auch einfach toll verwenden kann. Ich glaube, das verwenden viele auch noch eher als eine Creme fürs Gesicht. Aber jeder möchte ja weiche Hände haben und nicht so aufgerissene, ne? Gerade wenn es so kalt wird. Das passiert bei mir auch sofort, dass die Hände total trocken und rissig werden. Und auch bei meinem Mann, der nimmt immer Handcreme. Also so, wenn ich so drüber rede, merke ich schon, er nimmt schon einiges. Aber das ist ja auch gut so. So, dann machen wir direkt weiter mit der Nummer 15. Und hier ist was von Avant drin. Das ist ja geil. Und zwar eine Shea Butter Hyaluronsäure Vitamin B3 Vivifying Face and Eye Night Cream. Wow, das ist ja cool. Ich glaube, ich hatte hiervon mal eine kleine Größe in irgendeiner Box drin. Das ist ja total genial. Da ist noch Süßmandelöl drin und das ist einfach eine Nachtcreme, die ihr fürs Gesicht und für die Augen verwenden könnt. Viele nehmen ja sowieso ihre Gesichtscreme auch für den Augenbereich. Ich persönlich nehme gerne eine separate Augenpflege, einfach weil ich finde, dass Make-up über eine Augenpflege immer so ein bisschen besser haftet. Aber das ist ja hier eine Nachtcreme und die wird wahrscheinlich etwas reichhaltiger sein. Ich habe es nämlich nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie die war. Ja, und ich glaube, für Männer ist es einfach super easy, dass sie, wenn sie sich nicht so gerne eincremen, einfach eine Creme haben, die sie für alles benutzen können. Und es steht auch noch drauf. Da kann man sagen, hey, das ist eine Gesichts- und Augenpflege. Nimm es doch einfach mal. Und Avant ist auf jeden Fall nicht schlecht. Insofern, da freue ich mich total. Das wäre jetzt auch sowas, das würde ich mir klassischerweise mit meinem Mann teilen. Nur weil die Packung schwarz ist, ist das nicht eine Packung für Männer. Sondern das ist auf jeden Fall für beide nutzbar. Also ich muss sagen, der Kalender gefällt mir. Und hier ist noch so viel Platz, dass ihr zum Beispiel auch noch ein paar Süßigkeiten reinmachen könnt. Also häufig sind ja nur so kleine Artikel drin, auch mal sowas oder so. Dann könnt ihr einfach auch noch ein paar Süßigkeiten reinpacken. Das, was er gerne mag oder irgendeinen kleinen, keine Ahnung, irgend noch was anderes, einen anderen Goodie oder sowas, ne? So, weiter geht's mit der Nummer 16. Die fühlt sich jetzt mega schwer an. Wow, das ist ja cool. Hier ist ein Hair and Body Wash von eCooking drin. Und zwar aber extra für Männer, steht auch drauf. Und das finde ich super, weil ich mag die Marke total gerne. Und das ist ein 2-in-1, extra für Haare und für Körper mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und ich werde hier, ich werde mal nicht dran riechen. Ich lasse es mal zu, weil ich mir noch überlege, ob ich es jetzt vielleicht weiter verschenke oder verlose. Insofern, das wird garantiert einfach so ein bisschen frisch riechen. Ich habe schon ganz viele Produkte von eCooking gehabt, die ich echt gerne mag. Und mein Mann mag es auch, weil wir haben auch so ein Waschgel. Das ist so ein bisschen für ölige Haut. Das findet er auch ganz gut. Und ja, das finde ich nicht schlecht. Super. Sieht auch super stylisch aus. Mein Mann findet es zum Beispiel auch wichtig, dass es nicht so bunt ist, dass es irgendwie ein bisschen stylisch ist, gut ausschaut. Also er steht da drauf und insofern... für so jemanden ist das natürlich dann ideal. Ich stelle mal ein paar Sachen da oben hin, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Kann ich das besser rausziehen, weil die Türen sind sehr lang. Weiter geht's mit der 17 und hier haben wir von La Roche-Posay ein Hyaluronsäure-Serum drin. Das ist total cool, das liebe ich. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und das habe ich auch schon ein paar Mal leer gemacht. Das sind 10 Milliliter. Das kann wirklich jeder verwenden und das Schöne ist, Hyaluronsäure ist halt nicht so gefährlich wie andere Säuren. Also das könnt ihr verwenden und ihr braucht dann auch keinen Sonnenschutz auftragen, wenn ihr das nicht unbedingt wollt, jetzt im Winter, wenn ihr nicht viel draußen seid. Das macht eure Haut auf jeden Fall jetzt nicht sonnenempfindlicher, sondern es spendet einfach nur Feuchtigkeit. Am besten tragt ihr das auf, wenn ihr aus der Dusche rauskommt und die Haut ist noch leicht feucht. Und dann nehmt ihr das einfach ein paar Tropfen, macht sie direkt ins Gesicht oder auf die Hand erstmal drauf mit so einer Pipette. Und dann tragt ihr danach eure normale Tagespflege auf oder eben euren Sonnenschutz. Ich mache das ganz häufig so, dass ich so ein Hyaluronsäure-Serum nehme und dann trage ich mir da drauf direkt eine getönte Sonnenpflege und mehr nicht. Also das ist so eigentlich mein Basic-Ding, wie ich das immer mache. Und so können das auch Männer machen. Das muss ja dann nicht getönt sein. Das kann ja auch
normal sein. Aber auch mein Mann hat schon mal eine getönte Sonnenpflege genommen. Warum nicht? Also manchmal gefällt ihm das auch, ne? Das kann man ja machen, wie man möchte. Und mit so einem Serum drunter sieht das immer noch ein bisschen besser aus. So, dann geht's weiter mit der Nummer 18. Und hier haben wir auch was Großes drin. Oh, das ist cool. Eine Shave Cream von Manü. Ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Heißt das Manü? Wahrscheinlich. Also das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall einfach so eine Rasiercreme, die man bis zu 165 Mal verwenden kann. Das hört sich ja erstmal sehr, sehr gut an. Schöne Verpackung. Ist mal was Neues. Kenne ich noch gar nicht. Man-U.com ist die Firma. Manü oder so. Es ist vegan. Und ja, das kann man auf jeden Fall gut mal ausprobieren, ne? Weiter geht's mit der Nummer 19. Und hier haben wir wieder ein Produkt drin, das wurde schon gespoilert. Da habe ich jetzt schon gewartet, wann das kommt. Und zwar Say I Love You steht da drauf. Dr. Brandt Mikrodermabrasion. Und das ist so ein richtiger Bestseller. Und ganz viele Leute schwören da drauf, ne? Das ist so ein Age-Defying Exfoliator. Das poliert euch richtig eure Haut, eure Poren und erneuert die Haut richtig. Das ist natürlich mit Säure, ne? Ich glaube, das ist entweder Fruchtsäure, wahrscheinlich auch noch zusätzlich BHA. Und das ist schon ein bisschen intensiver. So eine Mikrodermabrasion ist schon intensiver als jetzt einfach nur so ein chemisches Peeling, weil hier noch zusätzlich so Körner drin sind. Und einige haben mir gesagt, ich müsste persönlich damit aufpassen, sowas zu verwenden, weil ich super sensible Haut habe. Ich vertrage jetzt mittlerweile zwar chemische Peelings, aber an sowas habe ich mich noch nicht getraut. Wenn ihr erprobter seid oder ihr eine fettige Haut habt, dürfte das wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Ich habe das Produkt noch da, deswegen werde ich das auf jeden Fall an einen von euch verlosen. Denn ich habe meins noch nicht verwendet und deswegen brauche ich jetzt nicht kein zweites. Das verlose ich auf jeden Fall an euch. Ich glaube, das hat locker einen Wert von, ich würde mal sagen, 50 bis 100 Euro. Ich schätze mal so 70, 80 Euro. Das ist sehr, sehr, sehr teuer. Und dann habt ihr was Schönes zum Testen, weil das kauft sich wahrscheinlich auch nicht jeder. Ich würde sowas auch erstmal ausprobieren. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht mal getestet, weil ich immer so ein bisschen vorsichtig war. Aber ich weiß, viele sind sehr heiß darauf. Das war schon in diversen teureren Beautyboxen drin. Und ja, freue ich mich. Also, dass ich euch das verlosen kann, finde ich richtig cool. Ich denke auch, dass sich da viele Männer drüber freuen werden, die so eine etwas robuste Haut haben. Ich sage euch nur eins, wenn ihr das verwendet als Mann oder wenn jetzt Männer zuschauen, nehmt auf jeden Fall Sonnenschutz am Folgetag. Weil das ist eigentlich etwas, was man beim Hautarzt oder bei der Hautpflege sich machen lassen kann, so eine Mikrodermabrasion. Und da ist die Haut schon so ein bisschen empfindlicher danach. Die wird auch rot sein, ne? Also das ist wirklich so, regt so einen Erneuerungsprozess an und das ist nicht ganz ohne, ne? So, dann geht es jetzt weiter mit der Nummer 20 und hier haben wir etwas von Corris und das finde ich persönlich richtig toll. Santorini Grape nennt sich das. Das ist eine Body Lotion. Ja, ich sag mal, die Marke ist total genial. Das soll frisch, fruchtig riechen nach Trauben und Beeren und ein bisschen Limette. Das ist noch zu, aber wisst ihr was? Ich glaube, ich rieche mal hier dran. Ich glaube, das ist richtig cool. Oh ja, boah, das riecht total gut. Und das ist auf jeden Fall Unisex. Ich muss das mal probieren. Ich liebe Corris. Ich habe da schon zig Duschgels und so ausprobiert. Und das können auf jeden Fall Männer und Frauen verwenden. Ja, das ist halt, oh, das ist schon auch süß, fruchtig. Aber wundert mich, dass das jetzt in dem Männerkalender ist. Es ist schon, also meinem Mann würde das auf jeden Fall gefallen. Aber das ist, das riecht null männlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Sondern das riecht sehr, sehr fruchtig. Da muss ein Mann auf Früchte stehen. Wenn ihr schon wisst, euer Mann steht nur auf herbe Düfte oder so, dann nehmt das echt tatsächlich für euch. Das ist jetzt in der Nummer 20 gewesen. Und dann wisst ihr einfach Bescheid. Ja, also ich würde es verwenden. Ich weiß nicht, ob das mein Mann verwenden würde. Das ist schon sehr süß, sage ich nur, ne? Also gut, dass ich es getestet habe. Wir machen mal weiter mit der 21. Ich lasse das Ding jetzt mal da drin, damit ich nicht alles wegschieben muss. Und hier haben wir eine Maske drin, und zwar von Solista. Eine Charcoal Detox Instant Facial Tuchmaske, aber so eine schwarze, weil Charcoal ist ja irgendwie Kohle, ne? Glaube ich. Ah genau, da ist so Asche, Vulkanasche drin und das soll einfach die Haut entgiften
Und dann sind da zusätzlich noch Mineralien drin, die reinigen sollen und die Haut auch hydratisieren sollen und so ein bisschen die Porengröße vermindern sollen anscheinend und die Haut einfach so ja, ein bisschen verbessern sollen von der Struktur. Es ist ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne Sulfate. Und ich glaube, da die Maske so schwarz ist, könnte das auch für Männer interessant sein, dass sie so sich denken, oh cool, das ist mal so ein bisschen fancy, so eine schwarze Maske sich so aufzusetzen. Und ich glaube, dass das vielen gefallen würde. Also ich glaube, mein Mann würde das auf jeden Fall verwenden. Und use the night before and wake up to a party perfect skin. Okay, das soll man also einen Abend vor der Party soll man das machen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das war in der 21, also so kurz vor Weihnachten. Dann kann man seine Haut richtig schön vorbereiten. Das finde ich sehr, sehr cool von der Idee. Dann geht es weiter mit der 22 und hier haben wir eine Bulldog, nennt die sich. Ich glaube, die habe ich schon mal im DM gesehen, in der Männerabteilung. Und zwar Bulldog Skincare Sensitive Moisturizer mit Baobab. Auf jeden Fall ist das einfach eine Gesichtscreme für Tag und Nacht, die natürliche Inhaltsstoffe enthält und die die Haut nicht fettig wirken lässt. Das ist ja auch wichtig, weil viele Männer haben wahrscheinlich auch eine fettige Haut. Und dann ist es ja wichtig, dass man dann noch nicht so total glänzt wie so eine Glanzbombe. Also eine ganz normale Feuchtigkeitspflege mit 100 Milliliter reicht auch relativ lange. Finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich sehr cool, passend für so einen Männerkalender. Weiter geht's mit der 23 und die ist auch sehr groß. Das haben wir hier. Oh, das ist cool von Ahava. Eine Leave-On Dead Sea Maske für trockene und sensible Haut anscheinend. Das ist eine Foot Cream. Ich habe gedacht, das wäre eine Totes Meer Maske fürs Gesicht. Das ist anscheinend eine Fußcreme. Okay, entspannt trockene und empfindliche Haut. Das ist so ein exklusiver Mineralienkomplex aus dem legendären Wasser des Toten Meers. Mhm. Glättet, pflegt, glättet und schützt stark beanspruchte, sehr raue, trockene, rissige Haut. Enthält Aloe Vera zur Beruhigung und Pflege irritierter Haut. Für eine noch intensivere Pflege die Creme über Nacht geschützt mit Socken einwirken lassen. Okay, das ist also so für so ganz trockene Haut an den Füßen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Gerade an den Fersen, weiß ich, hat mein Mann auch ziemlich trockene Haut. Ich aber auch. Also ich glaube, das könnten wir uns mal gemeinsam gönnen. Mich hätte es jetzt noch mehr gefreut, wenn das jetzt eine Totes Meer-Maske fürs Gesicht wäre, weil das ist so die einzige Maskenart, die mein Mann jetzt wirklich echt häufig verwendet. Und wenn ich das kaufe, nimmt er das auch immer, weil der findet das super. Der hat so fettige Haut, dem zieht das dann alles raus, ne? So aus den Poren. Der liebt das total. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch nicht schlecht für die Füße ist. Ne? Warum nicht? So, dann haben wir jetzt nur noch zwei Türchen und jetzt geht's weiter mit der 24. Und hier haben wir, was ist denn das? Vielleicht eine Kerze oder? Nee, eine Creme. Und zwar Texture Clay steht hier drauf. Was ist denn da? Stronghold. Es könnte etwas für die Haare sein, kann das sein? Ja, das wird wahrscheinlich irgendein Haarprodukt sein. Kann ich mir vorstellen. Ich lang da mal nicht rein. Ich frage mal vielleicht in der Family weiter. Ich habe natürlich auch noch Familienmitglieder wie Bruder und so weiter mit kurzen Haaren. Ob die damit was anfangen können. Ja, finde ich jetzt für die 24 ein kleines bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Gerade weil es gibt ja auch Männer, die keine Haare haben. Aber gut, das ist halt immer so. Ihr wisst jetzt, was drin ist. Wenn euer Mann vielleicht auch eine Glatze hat, dann packt ihm halt in die 24 was anderes rein. Ansonsten wird er wahrscheinlich damit nicht so viel anfangen können. Es sei denn, das ist irgendwas anderes. Ich blende euch das einfach mal hier ein, was das sein soll. Hier ist nämlich kein Zettel oder Booklet mit dabei, wo man sieht, was das für Produkte sind. Und auch kein Wert. Ich werde auch versuchen, dass ich den Wert euch hoffentlich hingeschrieben habe, immer wenn ich es gefunden habe. Texture Clay. Also ich nehme an, es ist was für die Haare. Irgendwie so ein Texturierungsgel oder sowas. Und dann wird wahrscheinlich das Highlight-Produkt jetzt in der 25 drin sein. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall schwer. So, und das sind Immune Defense und Energy. Okay, also das ist wohl extra so Vitamine, die passend sind für einen Mann, die er manuell benötigt. Vitamin D3 von Algen ist das jetzt zum Beispiel, Vitamin C,
Riboflavin, B6, B12 und so weiter und so fort. Also es hört sich erstmal sehr gut an, was da drin ist. Q10 ist auch drin, es sind 90 Kapseln und das ist wohl für 30 Tage und es ist auch geeignet für Veganer. Also sehr optimal, auch mit dem B12 da drin. Das könnte vielleicht tatsächlich was für meinen Mann sein. Also der nimmt wirklich regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, der nimmt immer Vitamin C, der nimmt Zink, der nimmt ein Multivitaminpräparat dafür und natürlich auch B12, weil wir uns vegan ernähren. Insofern, ich werde ihm das vielleicht tatsächlich mal geben, da kann er das mal ausprobieren. Hört sich sehr gut an, was da drin ist. Und da ist auch zum Beispiel, dass D3 aus Algen hat und solche Sachen, finde ich das auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und Knoblauch ist hier auch noch drin. Oh Gott, mein Mann kam einmal auf die Idee, Knoblauch roh zu essen, weil er gehört hat, dass das so total gesund ist. Also der ist schon auch so ein Gesunder, sage ich mal. Der will sich gesund ernähren und achtet auch darauf. Und immer wenn er irgendwie was hört, dass das für irgendwas gut ist und so weiter. Also ich glaube, der würde sich sogar sehr darüber freuen. Ja, warum nicht? Finde ich nicht schlecht. Für 30 Tage, also für einen Monat reicht das dann. Das kann man doch gut im Januar dann mal ausprobieren. Für so einen guten Start ins neue Jahr. Okay, ihr Süßen, also das war's mit dem Kalender. Ich fand den ziemlich cool, ziemlich viele hochwertige Produkte. Und wie gesagt, der Gesamtwert soll um die 500 Euro sein. Ich blende ihn euch einfach mal hier ein. Und der kostet eigentlich 115 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Code fantastisch immer noch anwenden könnt. Dann zahlt ihr nämlich weniger als 100 Euro dafür. Ich finde, dann lohnt sich das total, wenn ihr Lust auf diese Produkte habt, wenn ihr einen Mann habt, der pflegeaffin ist oder wenn ihr sagt, ach, ich könnte mir das ja auch gut mit ihm teilen, weil da sind sehr viele Artikel drin, die wir Frauen auch verwenden können. Ich werde euch auf jeden Fall auch ein paar schöne Teile daraus verlosen und ich zeige euch jetzt erst nochmal einen Überblick über den Kalender und dann auch nochmal, welche Teile ihr gewinnen könnt. So ihr Lieben, also ich finde, der Kalender hat eine super geniale Mischung für Hautpflege, Körperpflege, Duschgels, was zum Cremen und richtig schön verwöhnen. Und wenn euer Mann auf Pflegeprodukte steht, glaube ich, ist es genau das Richtige. Viele Sachen sind auch gut zum Teilen da. Zum Beispiel diese beiden Masken hier hinten, die finde ich total witzig. Einmal mit dieser Zorro-Maske und einmal so eine Charcoal-Maske. Also das finde ich ziemlich cool. Ich habe mir überlegt, dass ich euch wirklich tatsächlich den größten Teil verlosen werde. Einfach weil ich natürlich jetzt hier auch sehr viele Beauty-Produkte zu Hause habe und auch viele Sachen für meinen Mann schon habe. Der muss das erstmal aufbrauchen. So, dann habt ihr auch mal was zum Ausprobieren, was zum Verschenken. Und vielleicht kommt euer Mann dann auch auf den Geschmack, mal ein bisschen so Körperpflege, Hautpflege, sich noch mehr dafür zu interessieren und kann das dann vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehen. Ich glaube, viele nutzen auch solche Kalender für ihre Männer, damit die auch was zum Auspacken haben, weil wenn wir uns da 2-3 Kalender hinstellen und der Mann hat keinen, dann ist es auch nicht so optimal. Vielleicht hat er dann auch mal Lust, da mitzumachen. Also, ihr bekommt den größten Teil von diesen Sachen. Ich behalte mir lediglich 5 Teile, die ich hier stehen habe. Und das heißt, ich werde euch 20 Teile aus dem Kalender verlosen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich werde euch wahrscheinlich sogar diesen Kalender einfach mitschicken und einfach befüllen bis zum Türchen Nummer 20. Dann könnt ihr den Rest selber noch befüllen. Und ich hoffe, ihr freut euch. Dann kriegt ihr den einfach komplett so geschickt von mir. Und ich teste einfach ein paar Sachen auch aus, die ich jetzt geöffnet habe. Ich will euch jetzt nichts Angebrochenes schicken. Und dann kann ich euch demnächst auch mal updaten. Denn ich finde zum Beispiel diese No-Acid-Pads ziemlich interessant und das würde ich gerne mal mit meinem Mann testen. Mal schauen, wie ihm das gefällt und auch dieses Schlamm und diese Dinger. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein für ihn und ansonsten würde ich gerne euch eine Freude machen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schreibt mir, wie gesagt, einfach, welches Produkt ihr besonders interessant gefunden habt. Ob euer Mann schon einen Adventskalender hat oder nicht, wir können es ja einfach mal ein bisschen austauschen. Und wenn ihr euch den Kalender bestellen wollt, schaut einfach in die Infobox, da habe ich euch alles verlinkt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Es hat mich total gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Hier gibt es nochmal 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.